Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Der letzte Vlog ist noch nicht mal geschnitten, aber ich fange den nächsten an. Ich bin gerade immer noch in London zusammen mit Moritz. Es ist gerade 5 Uhr morgens und ich weiß selber nicht, wie ich so motiviert sein kann. Und wir wurden hier von Disney eingeladen auf die Captain Marvel Premiere. Die ist heute Abend. Und heute machen wir den ganzen Tag coole Sachen. Jetzt gleich fahren wir erstmal 2 Stunden irgendwo hin und machen da coole Sachen. Und ihr kommt einfach mal mit. Let's go. Erstes Problem, wir sind spät dran und alle anderen warten. Deswegen. Und so machten sich die zwei Gefährten auf dem Weg zu einem neuen Abenteuer. Und haben ihre Kamera vergessen. Oh, verdammt. Geh schon mal auf. Okay, das ist jetzt unser Bus. Written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Also, wir sind an dem Flughafen. Das ist jetzt unsere Reisegruppe hier, das sind auch alles YouTuber wahrscheinlich oder so. Uns wurde nicht gesagt, was wir jetzt hier genau machen, aber es wird bestimmt nice. Das ist jetzt die Captain Marvel Experience. Ach, du Scheiße. Okay, die Leute, die fliegen wollen, können sich jetzt hier so einen Anzug anziehen. Du fliegst. Okay, bist du ready? Total. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Wir werden erstmal aus der Ferne das Ganze beobachten und dann gucken. In so ein Flugzeug werden die später gleich einsteigen. Bist du aufgeregt? Von 1 bis 10? Noch nicht. Okay. No. If you want to pull lots of G and go around causing a dagger, dagger, dagger as you shoot down the bad guy, that's fine too. Das Essen ist da. Schaut euch einfach mal dieses ganze Essen hier an, Leute. Einfach nice. Gleich wird gesnackt. So, Leute. Die letzten sind jetzt... Du packst mich so nochmal ab, du Arsch, Alter. Du Arsch. Sind jetzt fast alle durch, fahren gleich zurück zum Hotel. Und heute Abend ist dann die Premiere von Captain Marvel, die europaweite. Bist du hyped? Ja. Nice. Okay, Moritz, feierst du das Foto? Ultra, Digga. Schon nice, richtig oder? Krass. Also du fuckst mich unnormal ab einfach nur, weißt du? Du wickst das. Nö, ja, ich hab's gelöscht. Ich lösche jetzt einfach alle deine Fotos, Digga. So, Leute, wir sind jetzt gerade im Bus auf dem Rückweg. Wir haben gerade beide 2 Stunden hier auf der Rücksitzbank gepennt. Ich hab einfach mir das jetzt in meinem Pen-Arsenal gemacht, Digga. Ihr wisst halt einfach, die coolsten sitzen ganz hinten im Bus. Ihr wisst einfach, wie die coolsten sitzen ganz hinten. Ist doch so, hä? Ich war wahrscheinlich voll verpennt auf, gerade aufgemacht. Ja, das war doch früher immer im Schulbus so, dass die coolsten hinsitzen. Yeah. Ja, gut, zählt das hier auch noch? Dann ist ja, okay. Zählt, zählt. Ja, da, wo die Treppe anfängt. Okay. Ja. Wir sind jetzt im Hotel, haben uns gerade schick gemacht. Ich habe sogar ein Hemd an. Selten. Moritz hat ein T-Shirt von mir an, eine nice Hose, wahrscheinlich eine Hose, oder? Eine Jacke, die sich gestern gekauft hat und... Yeezys! Wir gehen jetzt auf die Premiere von Captain Marvel. Ich werde die Kamera nicht mitnehmen, weil man die wahrscheinlich nicht mit reinnehmen darf. Dann bis später, da gibt es nämlich eine Review und wir gehen wahrscheinlich noch was essen. Deswegen haut einfach mal rein jetzt, Leute. Leute, ich habe gerade mal gefragt, wir dürfen auch die Kamera mitnehmen. Hey. Einfach nice. Als ob sich hier jetzt alle so richtig rausgeputzt haben. Guck mal, alle haben Kleider an. Und du chillst halt absolut in Jogginghose hier, Digga. Ich feier dich am meisten. Wie heißt ihr beide? Patty. Geht's ja. Okay, was geht, was geht? Und Justus. Das ist einfach schön, oder? Noch mehr Deutsche. Yippie! Kannst du ein bisschen nach vorne rutschen vielleicht? Okay, wir sind jetzt da. Schaut euch das mal an hier. Damn. Da sind die ganzen Leute. Da ist Moritz. Wir warten jetzt noch auf die anderen und dann gucken wir einfach mal. Also hier sieht schon sehr gut aus. Musik läuft auf jeden Fall, was nicht so gut ist eigentlich für den Vlog. Hier wird noch mehr gevloggt da vorne. Der Vlog ist einfach real. Und wir gehen jetzt rein. Ja. Okay, hier sind die anderen Homies. Es geht, Homies. Oh, da sind wir gerade... Wir haben keine Ahnung, wo wir gerade sind. Guys, down, take your seat now, please. Lol. Es geht hier ab, Digga. Chillig. Haben wir gerade einen Star gesehen. Danke. Also wir sind gerade auf den roten Teppich rauf. Auf den Teppenrotig sind wir gerade rauf, Digga. Und ich glaube, da waren wirklich absolut genau gerade, in dem Moment, wo wir raufgegangen sind, sind die Kinostars aus dem Film rausgekommen. Ich finde ja auch, dass Kameras kommen im Kino mal richtig gut an. Nice. Ich habe mein Handy verloren. Dein Handy verloren? Moritz hat sein Handy verloren. Ich muss los. Das ist schlecht. Ne. Nein. Der Handy lag jetzt nicht da, als du rübergesprungen bist. Doch. Und ich habe einfach alles drauf, Digga. Als ob. Wie viel Glück. Herzrasen. Einmal kurz checken. Ja. Samuel L.
Okay, der Film ist durch, Digga. Super kranker Film, mehr gibt's später, wir gehen jetzt erstmal essen. Not Aubergine, please. This is vegetarian pizza. Thank you. Und wir sind wieder zurück am Hotel. Wir gehen jetzt schlafen, wir sehen uns morgen früh. Willkommen zu diesem Vlog. Ich vlog heute gar nicht, glaube ich. Aber ab morgen vlog ich wieder. Leute, ihr müsst einfach den London-Vibe fühlen. Ihr müsst es einfach fühlen. Es ist mal wieder ein regnerischer Tag in London und wir checken heute aus. Ey, kennst du schon den Gucci-Flip, Digga? Das war's mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, gerade ungefähr 3 Stunden an diesem Video hier geschnitten. Hat aber trotzdem Bock gemacht. Ich habe mich gerade echt so ein bisschen in den Details verloren. Details. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. War ziemlich viel Arbeit. Und morgen kommt dann schon der nächste Vlog. Das wird ein Karnevals-Vlog sein, wie wir feiern gehen. Wird saulustig. Abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, Leute. Aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Haut rein, feiert nicht zu doll und ciao.